Hallo zusammen, jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil des Umbaus der F-14 in eine Commander Basic. Viel Spaß! So, jetzt kümmern wir uns einmal hier vorne um den Einbau der Schalter. Auf der linken und auf der rechten Seite, wie beim letzten Mal schon gesagt, passen die Löcher alle, bis auf die zwei äußeren Löcher. Hier ist das, ist der Drehschalter oder Drehpoti, wie man es nennt. Und der braucht einfach ein bisschen mehr Platz, nämlich 10 mm. So, die Löcher habe ich gebohrt, habt ihr gesehen. Die sind ganz okay geworden. Man kann es mit der Hand machen. Ich habe es mit einem Bohrständer gemacht, muss aber nicht sein. Sind ganz okay geworden. Es sind eher eierförmige Löcher geworden, keine richtigen Runden. Aber das ist nicht schlimm, weil hier kommt am Ende noch die Platte drüber, diese Abdeckplatte. Und die verdeckt das sowieso ganz sauber. Deswegen muss man da keine Sorge haben, wenn man hier nicht perfekte Löcher macht, dass das ein Problem ist. So, weiter geht's mit dem Einbau dieser Schaltermodule. So sehen die aus und hier muss man genauso auch ein großes Loch machen. Man kann das auch einfach so abtrennen mit dem Messer, quasi die Ecke rausschneiden. Das geht auch. Ich habe es jetzt hier auch gebohrt und dann kommen die hier drauf. Da braucht man ein bisschen Geduld und zwar deshalb, weil man langsam drücken muss. Immer dran denken, das ist eine Platine unten, deswegen nicht zu fest drücken. Und da das sehr, sehr gut sitzt, immer so ein bisschen. Also ihr seht, ich drehe immer so ein bisschen und drücke dann wieder auf der gegenüberliegenden Seite. So kommt man dann langsam, aber sicher zum Ziel. Also was nicht geht und was man nicht machen sollte, ist hier mit aller Gewalt das zusammenpressen. Am besten noch mit einer Zange. Dann kann man sicher sein, dass man am Ende eine Platine hat, die nicht mehr funktioniert. Also ein bisschen Geduld und ihr könnt es jetzt schon langsam sehen. Gleich ist die Platte ganz unten, da wo sie sein soll. Übrigens, noch einmal zur Erläuterung, ich mache das hier ja gerade irgendwie gefühlt alles ohne Anleitung. Ne? Die gibt es natürlich. Habt ihr beim ersten Video hoffentlich gesehen. Alles mit Bildern, jeder Schritt erklärt, gezeigt. Also das ist überhaupt kein Thema. Bestens versorgt, guckt man sich einmal an und dann kann man es eigentlich prima zusammenbauen. So, das Modul ist jetzt soweit vorbereitet für den Einbau. Nehmen wir die Hülle. Das müsste das linke sein. Ich gucke hier unten nochmal nach. Hier unten steht drauf Left, also links. Wunderbar. Und rein, da sitzt super. Umdrehen. Es gibt diese schwarzen Schrauben. Schraubenzieher. Festgeschraubt. Nächste. Schraube rein. Festgeschraubt. Dann kommen noch diese Muttern hier drauf, diese Überwurfmuttern. Meins. Zwei, drei. Ja, wer zählen kann, kann es klar im Vorteil. Vier. Fünf. Ihr seht, ich mache die jetzt hier nur mit der Hand fest. Kann die jetzt auch noch mit der Zange, mit dem Werkzeug festmachen. Aber ich glaube, wenn man hier mit der Hand festzieht, dann ist das gut, da passiert nichts. So,
Dann kommt die Platte drüber. Nochmal einmal gucken. Das ist genau die richtige. Die kommt erst hier in diese Nut rein. Erst die Nut, so. Und dann, klack, habt ihr gehört, eingerastet. Und jetzt sitzt es perfekt und ist richtig schön fest. Hier kommt der Drehschalter, hat hier ein kleines Schräubchen. Einmal hier drauf. Mit Gefühl fest. Und oben rastet es ein. Könnt ihr jetzt nicht natürlich. Aber das ist die Mittelstellung, da rastet es ein. Und dasselbe auf der anderen Seite. Hier kann man jetzt überlegen, ob man schon so eine Brücke dran macht. Ich mache die jetzt schon mal dran, weil so wird es am Ende hier verbunden. Hier mal drauf achten. Es gibt hier so eine Nase, die kann man sehen. Und dann gibt es hier auf der Seite, da ist nichts, aber hier ist der Platz für die Nase. Das heißt, man drückt das Ganze, drückt man hier so drauf. Jetzt ist es fest. Umdrehen. Wieder rein. Wobei, jetzt mache ich den schon dran oder mache ich den noch nicht dran? Ne, den mache ich noch nicht dran. Also das kommt dann später hier unten drauf. Mache ich jetzt einfach mal noch nicht. Dann geht zwischen Fernsteuerung und dem Modul. So, wieder alle hier handfest festgemacht. Wunderbar. Abdeckung. Erst hier rein und dann kommt das. Klack. Drin. Module drin. So, jetzt kommen die tollen Knöpfe. Gucken, woran erkenne ich, ob es links oder rechts ist. Dran erkennen, so sieht man es erstmal nicht, aber woran kann man es gut erkennen? In der alten Ferne, die alten Knöpfe haben hier diese Trimregler. So, das sind hier diese ausgesparten Löcher, wo die drin hängen. Und bei den Scale-Art-Knüppeln decken genau diese Zungen dann das ab. Das heißt, das müsste jetzt der rechte sein, der linke sein. Und das müsste der rechte sein. Genau, richtig so. Dann würde ich hier immer noch dieses Gummi so ein bisschen ausrichten. Dass es so hier in diese Zacken passt. So, einmal umdrehen. Gucken, dass es durchgeht. Liegt gut drauf. Festhalten mit der Hand. Und dann kommen hier diese schönen Inbusschrauben. Edelstahl-Inbusschrauben zum Einsatz. So ein bisschen gucken, dass man hier auch die Löcher trifft wieder. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Fernsteuerung umdrehen, einmal durchstecken, zack, Finger drunter und Schraube Nummer 1 und die auch, so und die letzte und schon ist der zweite Knüppel drin, wer sagt's denn? So, was ich eben vergessen habe, sehe ich hier gerade. Ihr habt es wahrscheinlich schon längst gesehen, den anderen Drehschalter. Schraube ein bisschen auf. Hier drauf. Und mit Gefühl festgeschraubt. Mittelstellung, wunderbar. So, das sieht jetzt gerade schon aus wie eine fertige Basic. Ich lasse die jetzt mal eben so. Beim nächsten Video schließe ich dann die Kabel hier an. Aber wie ist das? Also mir geht es immer so. Erstmal gucken, wie es aussieht, oder? Bevor man hier dann das Innenleben noch anschließt. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal den Deckel zu. Mal gucken. Oben so rein. Einmal
zweimal. Und? Was sagt ihr? Das sieht doch aus wie eine Commander Basic. Sehr schön. Display ist drin. Ist, glaube ich, auch. Überzeugt euch. Ist, glaube ich, gerade geworden. Ist mir gelungen. Knüppel sind drin. Auch richtig fest. Hier wackelt nichts. Das ist richtig gut drin. Und die Schalter 1A. Hört man schon, oder? Dass die super gehen. Ja, wunderbar. Ah, ich könnte jetzt schon... Soll ich es machen? Ja, komm, ich mache es. Den Aufkleber schon drauf. Sie ist zwar innen drin noch nicht angeschlossen, aber der Aufkleber muss noch drauf. In der nächsten Folge dann den Anschluss innen drin, die Anschlüsse. So, hier ist eine Folie drauf, eine Schutzfolie. Die würde ich immer abmachen, weil sonst klebt der Aufkleber nicht gescheit. So, Folie ab. So, einmal kurz noch, F14. Aber nicht mehr lange. So, Aufkleber ab. Jetzt kommt der Augenblick der höchsten Konzentration. Wow. Das ist immer schwierig. Habe ich die Mitte getroffen oder nicht? Ich würde sagen, ja. So, schön von innen nach außen. Bei Aufklebern, ich mache das immer so. Immer von innen nach außen festmachen. So. So, Luft können wir nicht gebrauchen. Sieht blöd aus. Und ich glaube, die F14 ist weg. Tata, eine Commander Basic. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne Daumen hoch, und wenn ihr Fragen habt, wie immer, packt Kommentare in die unter das Video, ich antworte. Und beim nächsten und letzten Video, vielleicht auch vorletzten, bin mir nicht ganz sicher, beim nächsten auf jeden Fall erstmal anschließend innen drin alles, und dann kommt die technische Inbetriebnahme, das heißt, dann schalten wir sie zum ersten Mal ein und gucken mal, was sie denn so alles kann. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!